Allgemein strebt man einen von der Zusammenschaltung der Verstärker unabhängigen Frequenzgang an. Man arbeitet dann im Bereich der Überanpassung, wobei die Forderungen der Stromstufen entsprechend RA größer RI. Das heißt, der Abschlusswiderstand groß im Vergleich zu RI. Die über RI liegende Urspannung eines Verstärkers wird dann bei Anschaltung eines Nachfolgemodulators kaum geändert. Änderungen von RA oder RI. Thank you.